Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de oder später die Aufnahme anschaut. Heute wollen wir weiter studieren in dieser so interessanten und historisch auch wichtigen Geschichte von Matthäus 16. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, was alles passieren kann, wenn man einen Vers falsch auslegt. Und wir wollen heute uns ein bisschen weiter anschauen, wie dieses Gespräch dann eigentlich an einer entscheidenden Stelle einiges offenbart über Petrus, über Jesus und über uns. Und bevor wir da hineinsteigen, möchte ich uns einladen, dass wir, wo es möglich ist, niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für dein Wort und für das Evangelium und die Kraft, die in deinem Wort ist und dass wir so viel lernen können, immer wieder aufs Neue. Herr, wir möchten dich bitten, dass diese Worte, die wir jetzt lesen werden und diese Verse, dass sie uns nicht nur etwas erzählen darüber, was passiert ist, dass wir etwas lernen über uns selbst und dass wir etwas lernen für den Alltag, um mit dir so zu leben, wie du es dir wünschst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16 ist eine Wasserscheide, eine Wegmarke, eine Weichenstellung in der Geschichte der Evangelien. Ihr erinnert euch vielleicht, vor Matthäus 16 gibt es eine ganze Reihe von merkwürdigen Geschichten, wo Jesus Menschen auf merkwürdige Weise heilt oder sich bei der Frau, der syrophönizischen Frau auch etwas merkwürdig verhält, wo er die Aufmerksamkeit der Jünger auf etwas lenken möchte. Ja? Und wir haben herausgearbeitet, dass Jesus jetzt knapp ein Jahr vor der Kreuzigung eigentlich seinen Jüngern etwas beibringen möchte. Ja, die Speisung der 5000 hat offenbart, sie wissen eigentlich nicht wirklich, wohin der Weg von Jesus führt. Und so hat er jetzt in Matthäus 16 die Gelegenheit genutzt, er führt sie an einen entfernteren Ort. Wisst ihr noch, an welchen Ort er sie führt? An welchen Ort führt er sie in Matthäus 16? Weit in den Norden, raus aus dem Gebiet, eigentlich wo die Juden vor allem sind. Caesarea Philippi am Libanongebirge. Ja, und auf dem Weg macht er sich jetzt folgenden Plan. Er will ihnen eigentlich, das haben wir rausgearbeitet, er will eigentlich ihnen was sagen? Was ist sein Ziel? Er möchte ihnen was sagen? Was ist eigentlich sein Hauptziel in diesem Gespräch? So weit sind wir noch gar nicht gekommen, da kommen wir heute hin, aber was ist sein Hauptziel? Sein Hauptziel ist, er möchte ihnen sagen, dass er leiden wird. Und das ist so unvorstellbar für die Jünger, dass er erstmal das langsam anfangen muss. Er muss das so sachte einpacken. Ja? Er möchte ihnen vorher eine Gelegenheit geben, noch einmal ihren Glauben zu bekennen. Und davor fragt er sie, was denken die anderen von mir? Ja, das ist so ein Drei-Schritt-Gespräch. Ja? Er fragt, was denken die anderen von mir? Was sagen sie? Elia, Jeremia, der Prophet. Und dann stellt er die Frage, ihr aber, was haltet ihr? Für wen haltet ihr mich? Und dann spricht Simon Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht als persönliche Spontanerleuchtung, sondern weil das seine Überzeugung war. Seine Überzeugung und die der anderen haben wir rausgearbeitet. Und Jesus lobt ihn und sagt, diese Erkenntnis, die du seit einigen Monaten und knapp zwei Jahren oder gut zwei Jahren hast, diese Erkenntnis hast du nicht alleine, sondern von wem? Von Gott, dem Vater. Ja, der Heilige Geist hat zu dir gesprochen. Du bist auf dem richtigen Weg, wenn du glaubst, dass ich der Messias bin. Und dann sagt er noch, auf dieses Bekenntnis sozusagen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er sagt, ich gründe hier meine Gemeinde und du, Petrus, sollst eine wichtige Rolle spielen wie alle anderen, aber du bist nur ein Stein. Ja? Ich bin der Fels. Das ist sozusagen die Idee. Und dann haben wir damit aufgehört, dass er ihnen gesagt hat in Vers 20, dass er ihnen geboten hat, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Könnt ihr euch noch erinnern, warum? Was waren die beiden Hauptgründe, dass er gesagt hat, sagt niemandem, dass ich der Christus bin? Es gab zwei Hauptgründe, warum er nicht wollte, dass die Jünger das verbreiteten. Die Zeit war noch nicht gekommen, ja genau. Er hat sogar Menschen das manchmal gesagt, zum Beispiel der Frau am Samariterbrunnen, am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Ja, der konnte das sagen, aber zu den Juden konnte er es nicht sagen. Warum? Hm?
Genau, die Pharisäer und Sadduzäer wollten ihn umbringen. Und wir haben dann, glaube ich, sogar gesagt, an dem Tag, als er den Sadduzäern und Pharisäern gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, an dem Tag war er tot. Ja, er wusste ganz genau, dass sie ihm auf den Fersen waren und deswegen wollte er seine Zeit weise auskaufen. Der andere Grund war, die positiv eingestellt waren, diejenigen, die für ihn waren, was haben die gedacht beim Begriff Messias? Die haben gedacht an einen weltlichen König. Also konnte er das auch nicht sagen, weil er keine falschen Hoffnungen erwecken wollte. Ja? Und deswegen sagte er, sagt es niemandem. Haben wir gelernt, es ist wichtig, dass wir die Wahrheit erst dann sagen, wenn sie auch verstanden werden kann. Vers 21. Jetzt hat er sie an dem Punkt, wo sie schon seit langer Zeit haben wollte. Vers 21. Mag den jemand mal lesen? Vers 21. Genau, das heißt, von da an, Heißt auf Deutsch, zuvor hatte er noch niemals ganz deutlich offen gesagt, dass er sterben würde. Hat er es vorher schon mal angedeutet gehabt? So durch die Blume? Fallen euch da Geschichten ein, wo er es mal angedeutet hat, dass er sterben würde? Genau, Johannes 2, Vers 19. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Das sprach er von dem Tempel seines Leibes. Ja? Aber das haben die Jünger nicht, also das haben die Pharisäer nicht verstanden, das haben die Jünger nicht verstanden. Ja? Erst später sind das hat er gesprochen. Ja, genau. Sehr gut. Fällt euch noch irgendeine Stelle ein, wo er davon gesprochen hat, so andeutungsweise, so verhüllt, verschleiert? Er sagt zum Beispiel zu Nikodemus, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ja? Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber das hat Nikodemus gehört, der hat es niemandem gesagt und die Jünger waren nicht dabei, ja, die wussten es auch gar nicht. Ja? Ellen White sagt, Johannes hat später von Nikodemus die Geschichte erst erfahren. Und dann hatte er in Johannes 6 gesagt, nicht wahr? Ich bin das Brot des Lebens, ja. Das ist mein Fleisch, das ich geben werde, mein Leben für das Leben der Welt, ja. Aber das haben die auch irgendwie nicht begriffen, ja. Das war alles so symbolisch, ja. Also Jesus hatte noch nie das öffentlich gesagt. Und jetzt sagt Ellen White, jetzt war die Zeit gekommen. 4 Elemente sagt er ihnen. Was sind die Elemente, die er ihnen sagt? Was ist der Inhalt dieser Ankündigung? Er sagt erstens, wir gehen nach Jerusalem, ja, da geht unser Weg hin, okay. Zweitens, leiden, und zwar durch wen? Genau, durch die Obersten des Volkes, ja, den ganzen Sanhedrin, die Ältesten, die hohen Priester, wie sie alle heißen, ja, die Pharisäer, Schriftgelehrten, genau. Jerusalem, leiden, was dann? Er wird sterben. Und viertens, die Auferstehung. 4 Punkte. Interessant ist, das ist die erste Leidensankündigung. Es kommen dann später mehr. Und spätere Leidensankündigungen sind noch ausführlicher. Er sagt zum Beispiel hier noch gar nicht, wie er sterben wird. Zumindest also nach den Bibeltexten, die wir haben, sagt er nur, dass er sterben wird, aber nicht wie. Ja, also die Jünger könnten vielleicht auch gedacht haben, er wird geköpft oder er wird erhängt oder ich weiß nicht, was es sonst noch so an Todesmöglichkeiten gab. Er sagt diese 4 wesentlichen Punkte. Er hat jetzt mehr als 2 Jahre mit seinen Jüngern zusammengewirkt und das war für sie völlig neu. Völlig neu. Aber wichtig noch, Auferstehung nach 3 Tagen, nicht wahr? Woher wusste Jesus, dass er nach 3 Tagen aufersteht? Jona, nicht wahr? Er sagt ja, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage, 3 Nächte im Herzen der Erde sein, ja? Genau, und es gibt eine 2. Stelle, die ihm das gezeigt hat, in Hosea Kapitel 6,
Vers 2, Hosea 6, Vers 2, denn die Bibel sagt ja, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, nach den Schriften. Ja, das sagt Paulus in Römer 15, Vers 4. Hosea 6, Vers 2 sagt, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen, am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Das ist eine der Prophezeiungen, die auf den dritten Tag hindeutet. Ja, am dritten Tag wird er auferstehen. Also Jesus wusste aus der Bibel, dass er nach Jerusalem, also mal ganz ehrlich, ja, wie gut würden wir das allein aus dem Alten Testament zeigen können, dass Jesus nach Jerusalem gehen muss, dass er leiden würde durch die Obersten, dass er sterben würde, das vielleicht am ehesten noch, oder? Dass er nach drei Tagen auferstehen würde. Das hat er alles aus dem Alten Testament raus sich studiert. Ja? Und natürlich hat Gottes Geist ihn geführt. Interessant ist, dass Markus 8 noch eine Ergänzung gibt, die wir hier noch kurz erwähnen wollen. Schaut mal in Markus 8 im Parallelbericht. In Markus Kapitel 8 und dort Vers 31. Markus 8, Vers 31. Wer mag den Vers mal lesen? Markus 8, Vers 31. Genau. Welches Detail kommt hier noch dazu, was wir jetzt nicht in Matthäus gesehen haben? Ganz kleines Wort, aber das nicht unwichtig ist. Als Ergänzung. Genau, seine Verwerfung. Ja? Das ist natürlich so ein bisschen implizit, denn er würde ja nicht leiden müssen, wenn er nicht verworfen wird. Aber es ist nochmal explizit, er wird verworfen werden. Ja? Die Obersten werden ihn als Messias verwerfen. Gibt es da eine alttestamentliche Prophezeiung, die sagt, dass der Messias verworfen werden wird, dass er abgelehnt werden wird, dass er verachtet werden wird von den Menschen? Jesaja 53, genau. Können wir kurz aufschlagen. Jesaja 53 und dort Vers 3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen mit Leiden vertraut. Da seht ihr, Verwerfung und Leiden. Ja? Das ist aus dem Alten Testament direkt rausdestilliert. Wie einer, vor dem er das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und verachtet ihn nicht. Jetzt für Jesus, das Problem für Jesus war, er wusste, seit wann wusste Jesus das hier, dass das auf ihn zutrifft? Seitdem er 12 Jahre alt war. Also schon seit ungefähr mindestens 20 Jahren trägt er diese Last. Und niemand sieht das. Niemand sieht, selbst Johannes der Täufer hat es nicht richtig völlig durchdrungen. Jesus hat es mit 12 Jahren verstanden. Glasklar, er wusste genau, was kommt. Hat noch 18 Jahre lang zu Hause gelebt, bis der Zeitpunkt kam und hat dann versucht, irgendwie so zu leben, oder das heißt irgendwie, er hat versucht zu zeigen, wie ein Leben mit Gott ist, damit Menschen angezogen sind, damit er ihnen zeigen kann, was er für sie tun will. Und jetzt nach über 2 Jahren mit seinen engsten Freunden, als er ihnen endlich sagt, was passiert, sind die völlig so, was, wie? Also man muss sich mal vorstellen, was für eine große Last Jesus getragen hat und keiner hat ihn verstanden. Man muss sich auch mal die Frage stellen, vielleicht gibt es auch in unserem Leben noch Dinge, in unserer Generation, wo Jesus eigentlich sagt, das würde ich Ihnen gern beibringen, aber irgendwie sieht es noch keiner. Ja, das sollte man nicht ausschließen. Ja? Die Jünger dachten auch, sie wissen alles. Ja? Von wegen. Es gibt noch eine interessante Geschichte, ist Jesus schon mal im Alten Testament verworfen worden? Also das ist ja hier im Neuen Testament, ja, und Jesaja 53 ist eine Prophezeiung auf diese neutestamentliche Verwerfung. Ist Jesus schon mal im Alten Testament verworfen worden? Kennt ihr eine Geschichte, wo es heißt, also natürlich steht doch nicht Jesus, sondern da steht Gott. Aber Gott im Alten Testament ist eigentlich immer der Sohn Gottes, ist Jesus. Ja? Gibt es eine Stelle im Alten Testament, wo es heißt, dass Gott sagt, ich bin verworfen worden? Fällt dir eine ein? Wo die Israeliten Gott buchstäblich verwerfen. Also sie wollen zurück nach Ägypten, das stimmt auch, ja. Ja, da wollen sie einen neuen Anführer haben.
Es gibt noch eine Stelle, vielleicht habe ich die auch übersehen, aber es gibt eine Stelle, wo sogar heißt, wo Gott selbst sagt, sie haben mich verworfen. Ja, das ist auch genau die Idee in Jeremia 2, wo sie sagen, ich war eine zweifache Sünde, hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich Zisternen ausgehauen, die kein Wasser halten können. Aber ich meine die Geschichte in 1. Samuel 8, schaut mal 1. Samuel 8. Das ist mich ganz interessant, da bin ich heute erst drauf gestoßen, auf die mögliche Parallele, die sich hier ziehen lässt. In 1. Samuel 8 und dort Vers 7. Schaut mal, 1. Samuel 8, ihr kennt vielleicht die Geschichte. In 1. Samuel 8, Vers 7 heißt es, da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Jesus kam als der Messias, oder? Der Messias ist der König. Er kam als der Fürst. Und er wurde von seinem eigenen Volk verworfen. Wen wollten sie? Sie wollten hier einen König haben, oder? Und was war ihre Begründung? Sie wollten einen König haben wie alle anderen, die Heiden, ja? Was sagen die Juden bei der Kreuzigung, kurz vor der Kreuzigung von Jesus vor Pontius Pilatus? Was sagen sie? Wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Im Grunde genommen ist eigentlich, es ist mir früher nie aufgefallen, aber die Geschichte hier in 1. Samuel 8, wo die Israeliten einen König haben wollen und Gott verwerfen, das ist ja derselbe Jesus, der später nochmal verworfen wird, ist das eigentlich wie ein Typus, eine Warnung, dass sie nicht später ihren eigentlichen König verwerfen. Ja, sie hätten eigentlich diese Geschichte lesen sollen und nachdenken sollen. Also, Jesus sagt, er wird nach Jerusalem gehen, oder sie werden nach Jerusalem gehen, er wird leiden, er wird verworfen werden, wie im Alten Testament beschrieben und angekündigt, er wird sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Wie ich gerade gesagt habe, die Todesart wird nicht erwähnt und manche andere Details werden nicht erwähnt, die später kommen. Also Jesus war sich bewusst, das ist so eine schockierende Nachricht, da kann ich nicht alles auf einmal gleich sagen. Ja? So scheibchenweise. Ja? Ihr kennt das auch, wenn man so ganz schwere Nachrichten überbringen muss, ist es besser so scheibchenweise, ja? So Schritt für Schritt. Jetzt schauen wir, was Ellen White sagt. Sie sagt, sprachlos mit Trauer und Erstaunen hörten die Jünger zu. Christus hatte ja gerade die Aussage von Petrus akzeptiert, dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt wiesen seine Worte auf Leiden und Tod. Und dann sagt sie, das war ihnen unverständlich. Sie konnten nicht verstehen, wie Jesus sagt, ja tatsächlich, ich bin der Messias. Und dann im nächsten Atemzug sagt, und ich werde sterben. Weil in ihrem Kopf war das so klar, der Messias wird uns ein ewiges Königreich aufrichten, oder? Also als er gesagt hatte, ich bin der Messias und dann sagt übrigens, ich werde sterben, da haben sie gefragt, ja was denn nun, das oder das? Das oder das? Ja, es war für sie nicht vorstellbar, dass die beiden Dinge zusammengehen. Und interessant ist auch, schaut mal, bevor wir weitergehen, in Lukas 9, im Parallelbericht, in Lukas 9, Vers 21 wird sogar deutlich, lesen wir das mal, in Lukas 9, Vers 21 und 22, Lukas 9, Vers 21 und 22, da heißt es, er ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tag auferweckt werden. Also könnt ihr sehen, dass die beiden Dinge, dass er nicht möchte, dass er als Messias beworben wird und seine Leidensankündigung, dass die direkt zusammengehen. Eins hängt am anderen. Er sagt, ich möchte nicht, dass ihr sagt, dass ich der Messias bin, weil ich als Messias leiden und sterben muss. Weil natürlich so eine falsche Vorstellung in den Köpfen der Menschen war. Falsche Ideen über die Prophetie, falsche Ideen über die Zukunft, falsche Ideen über den Erlösungsplan können so mächtig sein, dass selbst Gott sehr vorsichtig sein muss, wann er uns was sagt. Damit wir nicht völlig ausflippen, weil das so tief drin war. Also Jesus redet zum ersten Mal ganz offen.
und sagt ihnen, legt die Karten auf den Tisch und sagt, das ist wo es hingehen wird. Okay? Und schauen wir in Markus 8, Vers 22. Und diese Geschichte ist wirklich sehr, sehr lehrreich. Markus 8, Vers 32. Markus 8, Vers 32, wer mag mal lesen? Okay, das ist natürlich derselbe Petrus, der kurz zuvor gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und Jesus hat gesagt, glückselig bist du, ja? Das sind wahrscheinlich nur ein paar Minuten später, ja? Also wir wissen nicht genau, wie ausführlich er das hier gesagt hat, ja? Aber das ist innerhalb einiger Augenblicke, vielleicht allerhöchstens, vielleicht eine halbe Stunde, keine Ahnung, aber ziemlich bald nimmt der Petrus ihn beiseite, ja? So, Ellenweit schreibt so, als wollte er ihn förmlich davon abhalten, diesen Weg zu ziehen, ja? Er zieht ihn zu sich und beginnt ihm zu wehren. Und wir können mal uns genau durchlesen, was er ihm gesagt hat. In Matthäus 16 und dort Vers 22. Das ist nämlich sehr interessant. Matthäus 16 und dort Vers 22. Lesen wir mal Matthäus 16, Vers 22. Wer hat's? Genau. Das ist genau das, was Jesus vorausgesehen hatte. Könnt ihr euch noch an die Geschichte erinnern von dem Mann, der geheilt wurde, als er angespuckt wurde auf seine Augen? Und der Mann sieht, aber er sieht nicht richtig. Das ist exakt hier, was passiert. Der Petrus sieht, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber er sieht nicht richtig. Er sieht nicht, was der Messias machen muss. Und diese ganzen Geschichten vorher weisen eigentlich, sollten ihm deutlich machen, schaut mal, ihr versteht noch was nicht, ja? Aber Petrus ist blind für diese Sache und sagt, nee, du, pass mal auf, also, so nicht, also, auf keinen Fall, oder? Das Interessante ist, das Wort hier für schone dich, ja, steht auch schone dich selbst, oder? Das ist das Wort Hileos, das kommt sonst nur vor in Hebräer 8. Und da heißt es über Gott, er wird gnädig sein über unsere Sünden, ja, im Neuen Bund. Das bedeutet eigentlich sowas wie gnädig sein, Gnade ausüben. Hat jemand eine andere Übersetzung als Schlachter dabei, zufällig? Alle Schlachter? Die Schlachter ist hier gar nicht die beste Übersetzung, weil dieses Hileos ist eigentlich so eine stehende Wendung, so eine Redewendung im Griechischen gewesen. Das wurde auch verwendet, wenn man jetzt sagt, die Götter mögen das verhüten, ja, die Götter mögen das dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und in dem Sinne gemeint, müsste man eigentlich übersetzen, wie es die Elberfelder macht. Die Elberfelder sagt, Gott behüte dich, Herr. Oder die Luther sagt auch so ähnlich, ja, so Gott behüte dich, ja, dass das Gott möge das verhüten, ja, dass das ja nicht passiert. Und das ist sehr interessant, weil Jesus auf die Welt gekommen, um verschont zu werden? Nee, Jesus war auf die Welt gekommen, um uns zu verschonen. Ja, der Petrus, der versteht gar nicht, dass er eigentlich jetzt dabei ist, seine eigene Erlösung aufs Spiel zu setzen mit seinem Rat. Ja. Der argumentiert gegen sein eigenes ewiges Leben und merkt es gar nicht. Ja. Da kann man mal sehen, wie verblendet man sein kann, obwohl man schon so viel verstanden hat. Und im Griechischen ist das eine ganz starke Verneinung. Also er sagt nicht so, na, das widerfahre dir nur nicht, sondern unter gar keinen Umständen soll das passieren. Ja? Also egal, was passiert, unter gar keinen Umständen, das ist doppelt so ja? Und niemals, ja, sollte so etwas dir passieren. Und interessant ist, wie das heißt hier in Vers 22, da nahm Petrus ihn beiseite und fing an. Was heißt denn, er fing an, ihm zu wehren? Was ist denn da die Implikation, wenn er anfing, ihm zu wehren? Oh, der hatte noch viel mehr im Kopf, ja. Wahrscheinlich noch ganz andere Sachen, die er ihm alle sagen wollte, und er kommt gar nicht dazu, weil Jesus ihn ziemlich bald unterbricht. Und zwar mit einer der schärfsten
einem der schärfsten Tadel, die er jemals ausgesprochen hat. Ellen White sagt Folgendes: Petrus liebte seinen Herrn. Also glaubt er, hat das aus schlechten Motiven gemacht? Keinesfalls. Er wollte wirklich das Beste für den Herrn. Aber Jesus hat ihn nicht gelobt dafür, dass er ausgedrückt hat, dass er ihn irgendwie vor dem Leiden bewahren wollte. Petrus' Worte waren nicht solche, die eine Hilfe für Jesus gewesen wären und ein Trost. Sie waren nicht in Harmonie mit dem Zweck Gottes, der Gnade für eine verlorene Welt. Und dann sagt sie Folgendes: Petrus wollte nicht das Kreuz im Werk von Christus sehen. Der Eindruck, den seine Worte machten, war direkt entgegengesetzt zu dem, was Christus sich gerade wünschte für die Nachfolger. Also, kennt ihr das? Wenn man irgendwas auf dem Herzen hat und man möchte irgendwas Wichtiges mitteilen, ja, und dann sagt man das und dann sagt jemand anders was, aus bester Motivation, aber das macht die ganze Situation kaputt. Kennt ihr das? Wenn jemand so irgendwas sagt, so, ach ja, nee, nee, und dann, nee, ich wollte eigentlich, dass jetzt das bei den Leuten ankommt, ja. Und er hat es quasi kaputt gemacht. Er hat gesagt, nee, 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 da beten wir für, dass das nicht passiert, ja. Aber Jesus wollte ja gerade, dass sie darüber nachdenken, alle seine Jünger. Und das kann manchmal sein, dass wir im Übereifer mit bester Motivation das kaputt machen, was der Heilige Geist gerade eigentlich ausdrücken möchte. Eigentlich auch ein guter Grund, sich zu überlegen, wann man was sagt und warum man was sagt und ob das gerade passend ist. Ich glaube, wir alle haben schon Situationen gehabt, wo wir gemerkt haben, dass das, was wir gesagt haben, war jetzt keine Hilfe, ne? Sondern hat vielleicht irgendwie mehr geschadet als geholfen. Und deswegen sagt sie, weil er so dringend wollte, dass seine Jünger endlich verstehen, was er eigentlich vor sich hatte, hat er jetzt den Petrus nicht einfach auf die Schulter geklopft und gesagt, naja, das wirst du schon noch verstehen. Er hat eine sehr deutliche Warnung ausgesprochen. Schaut mal in Vers 23. Was ist die Warnung? Wer mag mal lesen? Das ist doch krass, oder? Also erstmal fällt auf, er wandte sich um. Also Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, die gehen so vielleicht oder sitzen, keine Ahnung, stehen irgendwo bei der Rast, sie sprechen miteinander und dann heißt es, Petrus hat ihn beiseite genommen, oder? Hat ihm gesagt, du, pass mal auf, Gott behüte das, ja, das, auf keinen Fall soll das passieren. Und dann sagt die Bibel, Jesus wandte sich um. Lasst mal euren Finger hier drin und schaut mal in Markus 8 noch dazu. Wir kommen gleich zu Matthäus 16 zurück. In Markus 8 heißt es, in Vers 33, Markus 8, Vers 33, im Parallelbericht, er aber wandte sich um und sah wen an? Er sah seine Jünger an. Und er mahnte den Petrus ernstlich und sprach. Also, das ist quasi so, ja, da sind die Jünger, ja, und Petrus zieht ihn beiseite und sagt ihm, pass mal auf, so und so. Und Jesus dreht sich um. Schaut auf seine Jünger, obwohl der Petrus da steht quasi, und sagt, weiche von mir, Satan. Das ist interessant. Also ich glaube, es macht einen Unterschied, ob Jesus ihn angeschaut hätte und gesagt hätte, weiche von mir, Satan, ja? Oder ob er sich umdreht, den Petrus im Rücken hat und sagt, weiche von mir, Satan. Was hat der Petrus damit verstehen sollen? Also, was wäre anders gewesen, wenn Jesus ihn direkt angeschaut hätte und gesagt hätte, weiche von mir, Satan. Wie hättet ihr euch gefühlt? Also, stellt euch vor, ihr seid Petrus. Was hättet ihr lieber? Dass Jesus euch anschaut und sagt, weiche von mir, Satan? Oder sich umdreht, euch den Rücken zuwendet und sagt, weiche von mir, Satan? Was hättet ihr lieber? Ja. Ganz genau. Dass also der Petrus versteht, du bist nicht der Satan. Ja? Aber der Satan ist hier gerade aktiv und er benutzt dich. Er benutzt seine Worte. Und das ist so interessant, dass jemand, der eine göttliche Wahrheit sagen kann und etwas sagen kann, wovon Jesus selbst sagt, glückselig bist du. Ja? Das hast du direkt vom himmlischen Vater. Ja? Minuten später
zum Instrument des Satans wird. Wir denken ja manchmal, wenn wir irgendwie göttliche Wahrheit erkannt haben und verstanden haben, dann sind wir irgendwie auf so einem Plateau, ja, und dann alles, was wir sagen, ist irgendwie wahrscheinlich mehr oder weniger gut. Aber innerhalb von Minuten dreht sich das Blatt. Und Jesus muss ihm sagen, weiche von mir. Woher kennt ihr, wenn wir zurück zu Matthäus 16 gehen, woher kennt ihr die Formulierung weiche Satan? Hat die Jesus schon mal verwendet? Bei der Versuchung. Und zwar, wie oft ist Jesus versucht worden in Matthäus 4? Dreimal, oder? Bei welcher Versuchung, bei der ersten, zweiten und dritten, hat er gesagt, weiche Satan? Bei der dritten. Was war denn der Inhalt der dritten Versuchung? Da ging die Anbetung, genau. Aber Satan hat ihn einfach gesagt, okay, bete mich an. Sondern was hat der Satan ihm gesagt? Er hat ihm ja was angeboten, um das attraktiv zu machen. Was hat er ihm angeboten? Ich gebe dir alle Reiche der Welt, oder? Warum war Jesus gekommen? Er war gekommen, um alle Reiche der Welt zu bekommen. Aber er würde sie nur bekommen nach Gottes Plan, wenn er sie mit dem Tod für die Sünder erkauft, oder? Was hat Satan also gesagt in Matthäus 4? Du kriegst es auch ohne Leiden. Du kriegst es auch ohne Tod. Du kriegst es einfach so, ja? Machen wir einen Deal, ja? Du kriegst, was du haben willst und musst nicht leiden und nicht sterben und betest einmal mich an. Könnt ihr sehen, dass der Petrus, als er gesagt hatte, du musst unter keinen Umständen sterben, im Grunde genommen eigentlich wie ein Echo der dritten Versuchung von Satan gewesen ist. Obwohl er selbst nicht dabei gewesen ist und sich das gar nicht bewusst gewesen ist, sind seine Worte im Wesentlichen exakt dieselbe Versuchung wie die allerletzte Versuchung, die der Satan noch im Ärmel gehabt hat. Ja? Also keine Kleinigkeit. Denn für Jesus war das ja auch kein leichter Weg hier. Ja, und ich meine, je mehr wir das studieren werden, desto mehr werden wir sehen, für Jesus war das ein sehr schwerer Weg. Und es ist eine Sache, wenn, und Ellen sagt, in der dritten Versuchung hat der Luzifer, also hat der Satan gesagt, pass auf, also okay, ich mache Masken ab, ich bin der Satan, ja. Und hier, das biete ich dir an, lass uns Deal machen. Das ist schon eine Sache. Jetzt kam dieser Vorschlag aber sozusagen von einem seiner engsten Freunde, der das Gleiche sagt. Und das ist ja letztendlich die Idee, seit 1. Mose 3, Gott hat einen Plan, aber es gibt eine bessere Variante sozusagen. Das hat immer schon der Luzifer, der Satan behauptet, es gibt einen besseren Plan als Gottes Willen. Ihr wisst vielleicht, die Bibel sagt, Satan verstellt sich, ja? Er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Aber er muss manchmal nicht als Engel des Lichts auftauchen, wenn er Menschen findet, sogar gläubige Menschen, die einfach nicht geistlich denken wollen, sondern einfach so ihren eigenen Willen durchdrücken wollen. Ja? Dann braucht er sich nicht als Engel des Lichts verzeihen. Er kann sogar einen Gemeindeleiter benutzen. Ja? Denn der Petrus war hier sowas wie ein Gemeindeleiter. Ja? Der war quasi Repräsentant für die Gemeinde kurz vorher. Ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wenn wir nicht geistlich denken, können wir dem Satan helfen. Selbst dann werden wir sehr viel Wahrheit erkennen. Nun können wir sehen an der Reaktion von Jesus, dass er den Petrus nicht irgendwie ins Abseits laufen lassen, oder? Er hat ihn sofort gepackt. Ja? Und wir dürfen wissen, wenn wir mit Jesus leben und plötzlich so einen Aussetzer haben und irgendwie so wie Petrus daneben greifen, dass Jesus uns auch sehr deutlich packen wird, oder? Er wird uns deutlich warnen. Und auch manchmal sind die Tadel von Jesus, die er uns im Leben gibt, gerade deswegen so, weil wir vielleicht Dinge sagen, von denen wir gar nicht ahnen, was sie auch anrichten. Ja? Der Petrus hat sich vielleicht auch gewundert. Aber jetzt passt mal auf. Ich habe etwas Interessantes entdeckt. Schaut mal mit mir in Johannes 6. Johannes 6 ist der ein Tag nach der Speisung der 5000. Jetzt kann mir jemand sagen, ist das vor oder nach unserer Geschichte? Vor, ne? Genau. Gut. Vor unserer Geschichte, ja. Das ist am Passa 30, ja. Als ein Jahr vor der Kreuzigung. Und ihr erinnert euch, nicht wahr? Einen Tag später kommen die ganzen Leute und wieder, und es gibt diese lange Rede, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Und die Menschen sagen, das ist eine harte Rede. Ja, sie verlassen ihn, die meisten Jünger verlassen ihn, und Jesus stellt die Frage an die 12 Apostel, wollt ihr auch gehen? Und dann antwortet wer?
Genau, wer antwortet das? Petrus natürlich, genau. Jetzt schaut mal, Petrus in Johannes 6 sagt, das haben wir damals auch rausgearbeitet vor einigen Wochen, in Vers 68, da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Also in Johannes 6 haben wir Petrus, der sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Richtig? Okay. Und schaut mal, was der nächste Satz ist, den Jesus sagt. In Vers 70. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt und doch ist einer von euch ein Teufel. Jesus sagt, okay, ich habe euch 12 erwählt, ja, ihr seid meine Gemeinde, ja, die 12, und doch einer ist ein Teufel. Jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet bis zu dieser Geschichte die Bibel kennen und danach nichts weiter. Also stellt euch vor, ihr würdet jetzt leben zur Zeit dieser Geschichte, die wir heute anschauen. Ihr wüsstet nicht, was die ganzen Geschichten danach kommen, okay? Ihr wüsstet nur Folgendes. Petrus hat mal gesagt, vor einigen Wochen, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Und dann hat Jesus gesagt, ich habe 12 erwählt, ja, als Grundlage meiner Gemeinde, und einer von euch ist ein Teufel. Und jetzt, einige Wochen später, in Matthäus 16, nimmt Jesus seine 12 beiseite und sagt, für wen haltet ihr mich? Ja? Und derselbe Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, wunderbar, Petrus, ja, auf diesem Stein will ich meine Gemeinde bauen, ja, die Gemeinde, die 12 Apostel. Und dann, wenige Minuten später, als er mit Petrus redet, sagt er, weiche von mir, Satan. Wenn ihr nichts anderes wüsstet, nur die beiden Geschichten sehen würdet, was würdet ihr vermuten? Wer ist wohl der Teufel von den 12? Könnt ihr sehen, dass wahrscheinlich auch mancher Jünger gedacht hatte, vielleicht ist der Petrus der, von dem Jesus hier gesagt hat. Denn die werden sich schon gefragt haben, Jesus hat ja gesagt, einer von euch ist ein Teufel. Ja, wer ist denn das? Ja? Da sieht man, dass man nicht einfach schnell voreilig Schlüsse ziehen kann, oder? Das sieht total logisch aus, oder? Sieht total offensichtlich aus, aber ist es nicht. Denn nicht der Petrus war der Teufel, sondern wer? Der Judas. Der hat gar nichts gesagt, weder hier noch da. Und der Petrus hat zwar den Fehler gemacht, aber der Petrus war nicht das eigentliche Hauptproblem. Das ist ganz interessant, ja, diese Parallele und was man daraus lernen kann. Was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, schaut mal, das ist total interessant, in Matthäus 16 sagt er, denn du bist mir ein Ärgernis. Klingt ein bisschen komisch, das Wort Ärgernis. Das ist das griechische Wort, das könnt ihr ganz gut übersetzen, auch ohne Griechisch zu können, das griechische Wort Skandalon. Was heißt denn Skandalon? Oder welches Wort kommt von Skandalon? Skandal, genau, Skandal. Also ein Skandal ist etwas, was dann irgendwie so, boah, ja, so. Aber das Wort Skandalon heißt eigentlich am meisten übersetzt, also Ärgernis oder Stolperstein. Ein Stein des Anstoßes. Kennt ihr das? Ein Stein des Anstoßes? Stein des Anstoßes bedeutet, man läuft auf dem Weg und man stößt irgendwo an, weil da irgendwo ein Stein rumsteht, der da nicht stehen soll. Ja? Weil Steine sollen eigentlich wo sein? In der Straße drinne, ja? So auf den man gehen kann. Ja? Aber wenn so ein Stein da lose rumsteht und man sieht ihn nicht, dann stolpert man da drüber. Ja, das ist ein Stein des Anstoßes. Das ist ein Skandalon, ein Ärgernis. Da nimmt man Anstoß dran, man stolpert da drüber. Und Jesus sagt jetzt zu ihm, hey Petrus, mit dieser Meinung, wenn du sagst, du brauchst nicht sterben, bist du ein Stolperstein für mich. Was heißt Petrus übersetzt? Steinchen, oder? Jetzt ist es interessant, weil, wie wir letztes Mal gesehen haben, die katholische Kirche hat immer gesagt, Petrus, der Stein, er ist der Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Ja? Und wir haben schon gesehen, der Felsen ist wer?
Christus. Was die meisten nie machen, die lesen nie weiter, dass Jesus sagt, du bist, Petrus, du bist mir ein Stolperstein. Du stehst im Weg. Also deine Meinung steht im Weg. Deine Meinung verhindert momentan, dass das Evangelium klar verstanden wird. Du solltest eigentlich ein Stein sein im Fundament, ja, für die Gemeinde. Du solltest quasi neben dem Felsen so dabei sein, ja, das Fundament der Gemeinde legen. Ja. Die Bibel sagt ja, dass die Gemeinde auferbaut ist auf dem Fundament der Propheten und Apostel, wobei Christus der Eckstein ist. Stattdessen stehst du hier quasi so lose rum, ja, und hinderst, dass andere ihren Weg gehen können. Du bist ein Stolperstein. Das heißt also, wenn wir göttlich denken und Gottes Botschaft glauben und weitergeben, sind wir Teil des Fundamentes. Wenn wir stattdessen unsere eigene Meinung haben über das Wort Gottes, und das kann innerhalb eines Tages sich ändern, ja, es kann innerhalb von einer Stunde sich ändern, dann sind wir ein Stolperstein. Und daran sieht man, dass man nicht auf Petrus vertrauen kann. Ja, man konnte nicht mal eine Stunde auf ihn vertrauen. Man kann auf keinen Menschen sich absolut vertrauen in geistlichen Dingen. Wenn man sich nicht auf Petrus verlassen konnte, von dem Jesus sagte, was du predigst, ist die Wahrheit vom Vater. Auf wen dann? Du denkst menschlich. Woran bestand das Menschliche? Das Menschliche bestand darin, Gott hat uns gesegnet, Gott hat uns geführt, er hat die Toten auferstehen lassen, er hat die Kranken heil gemacht. Da wirst du doch bestimmt nicht sterben, oder? Schaut mal mir interessanterweise, was Hiob sagt. Hiob 2, Vers 10. Hiob Kapitel 2 und dort Vers 10. Das ist, nachdem die Frau von Hiob sagt, sage Gott ab. Da sagt er zu ihr, er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet, ja, menschlich. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Also in dem Fall eigentlich das Unheil, das Schlechte sozusagen, ja, das Unglück. Das ist die Frage. Wenn wir Gott nachfolgen, folgen wir ihm nur urnach, wenn es Segen gibt, wenn wir Kronen bekommen, wenn wir heil werden, wenn wir gesund werden, wenn wir eine Arbeitsstelle bekommen, wenn das Leben besser wird, oder folgen wir ihm auch nach, wenn es Leiden bedeutet, Tod bedeutet, Dinge, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, weil sie gar nicht auf unserem Radar sind. Und hier ist ein Wendepunkt. Das ist ein Punkt, an dem auch Petrus ins Wanken gerät. Ganz offensichtlich. Und wir werden auch sehen über die kommenden Monate, es braucht noch sehr viel Gnade und sehr viel Gebet und sehr viel Unterweisung von Jesus, um ihn so weit zu kriegen, dass er zumindest dann später nicht ganz am Abgrund abstürzen wird, sondern ihn noch gerade wieder zurückretten kann. Aber Jesus beginnt jetzt schon an dieser Stelle, den Petrus auf diese Situation vorzubereiten. Was uns das sagt ist, gibt es in der Adventbotschaft, damit schließen wir, in der Adventbotschaft auch Nachrichten, die dem ähneln, von Leiden und Verfolgung, Botschaften, die man nicht hören möchte. Ja, man hört gern, dass man mit der Adventbotschaft 10 Jahre länger lebt. Ja, man hört gerne, dass man tiefen Frieden im Herzen hat. Man hört gerne, dass man der Intellekt sich verbessert, ja, dass Leute, die beten, irgendwie klüger sind. Ja, das hört man alles gerne. Man hört die Benefits sozusagen, den Segnungen. Aber das hört man manchmal nicht so gerne und denkt sich, das will ich nicht hören, das mag ich nicht hören, vielleicht kommt es ja auch ganz anders. Aber Jesus sagt uns das ja nicht, weil er uns irgendwie Angst machen will, oder? Er sagt uns das nur, damit wir nicht völlig blind in etwas hineinlaufen und dann geschockt sind. Er sagt uns das, damit wir rechtzeitig anfangen, uns daran zu gewöhnen, was die Realität sein wird, damit er uns darauf vorbereiten kann, damit wir dann, wenn es kommt, wir stehen bleiben und nicht umkippen vor lauter Konfusion. Jesus hat das seinen Jüngern nicht gleich am Anfang gesagt. Er hat auch nicht ständig das überall laut gepredigt. Deswegen sollten auch wir nicht den Menschen am Anfang gleich die Trübsalzeit um die Ohren schlagen und auch nicht ständig das nur aus allen Kanälen posten und pusten. Aber es kommt der Zeitpunkt und es kommt der Moment, wo man sich damit beschäftigen muss, wo Jesus uns das zeigt.
Und wir werden nächstes Mal auch sehen, das hat noch eine ganz persönliche Komponente. Also halten wir fest, Jesus wollte dem Petrus etwas beibringen. Und der Petrus, damit enden wir, Petrus hat die Lektion mit vielen, vielen Aufs und Abs dann auch wirklich verstanden. Schaut mal in 1. Petrus, Kapitel 4, was er Jahrzehnte später, als er ein alter Mann war, dann über dieses Thema sagt. In 1. Petrus, Kapitel 4 und dort Vers 12 und 13, das letzte Vers für heute, 1. Petrus 4, Vers 12 und 13, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Ja, die Jünger hier in Matthäus 16, die haben gedacht, das ist ja unvorstellbar, ja, wie kann denn so etwas, das ist doch fremdartig, ja, der Messias gewinnt und vertreibt die Feinde, ja. Aber er sagt, nee, eine Feuerprobe ist nicht fremdartig. Vers 13, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Das war das, was eigentlich der Jesus von Anfang an ihm beibringen wollte. Ja? Es hat ziemlich lange gedauert, aber er hat es verstanden. Er hat verstanden, dass der Weg zum neuen Jerusalem über einen dornigen Weg geht. Und Jesus ist den gegangen. Und wenn wir Jesus folgen, dann werden wir auch diesen dornigen Weg gehen. Und Jesus möchte uns Schritt für Schritt führen. Wollen wir Jesus Danke sagen dafür, dass er uns zum richtigen Zeitpunkt ganz taktvoll und liebevoll und geduldig uns auch auf Dinge vorbereitet, die unangenehm sind, die unser Denken vielleicht durcheinander bringen. Nicht, weil er uns ärgern will, sondern damit wir endlich so Dinge ablegen, die unseren Blick verengen und verdunkeln und verblenden, damit wir gewappnet sind für die Realität. Lass uns noch gemeinsam beten und niederknien. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir so sehr, dass wir sehen dürfen, dass Jesus ganz taktvoll und vorsichtig seinen Jüngern versucht hat, nach und nach die ganze Wahrheit zu entfalten. Und Herr, wir danken dir, dass selbst die schärfsten Tadel von ihm niemals unnötig verwundet haben, sondern nur ganz deutlich gezeigt haben, dass menschliches Denken destruktiv ist. Herr, hilf uns, dass wir, wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, dass wir mehr lernen, aus deiner Perspektive zu sehen, aus deiner Perspektive zu denken, dass wir anfangen, göttlich zu denken, auf himmlische Art und Weise. Und wir danken dir, dass du uns Schritt für Schritt auf das vorbereitest, was kommt in unserem persönlichen Leben, in der Endzeit. Und Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir an dir festhalten und dir glauben, wir nichts zu befürchten haben. Du hast uns bis hierhin geführt und du wirst es auch bis ans Ende tun, denn du, Herr Jesus, bist Sieger und dafür danken wir dir. In deinem Namen beten wir. Amen.